Ha, da seid ihr wieder, Freunde. Ja, der letzte Part hat einen ganz schönen Ohrwurm hinterlassen, nicht wahr? Und ich versuche immer noch, das Herzteil zu bekommen, was eines der schwierigsten ist. Also, finde ich jedenfalls, weil das ist ja echt Horror. Okay, let's go. Ignorieren wir die Musik. Ich würde ja gerne andere einspielen, aber nö. So, man kann sich ja schon mal positionieren, wo die alle auftauchen. Um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. So. Nein, komm schon. Ja, okay, gut. Gut. Fahrt. Okay. Wow. Jawohl, okay. Okay, Mann. Ist doch okay. Jawohl, okay, Mann. Das sieht gut aus, weil ich es kann. So, immer noch sehr gut aus. Oh, was? Zack. Okay. Bloß irgendwann, ne? Okay, jetzt kam das. Super, irgendwann muss man einfach wissen, wo die kommen. Jawohl, okay. Oh oh. Ach du Scheiße, okay. Ich hab Angst, Leute. Jawohl, okay. Und die letzten. Letztes Final. Und BAM! Ja! Alter, ey, wie man sich da freut, wenn man das geschafft hat. Oh, gleich am Anfang des Parts ist es schön. Ist das schön. Oh, das war ja perfekt. Oh, versprochen ist versprochen. Wird doch nicht gebrochen. Bitteschön. Ein kompletter Herzcontainer wird durch dieses Herzteil erfrischt. Oh, ey. Sehr schön. Danke, du dicke Sau. Wir sehen uns nie wieder. Oh Mensch, hätte ich eine Angst, ey. Boah, ey, direkt. Ich habe, als ich den letzten Part beendet habe, habe ich ja direkt weitergespielt. Also, das war jetzt echt nach dem Fail im letzten Part sofort weitergespielt, im neuen Part und gleich auf Anhieb geschafft. Puh. Cool, dann haben wir noch schön viel Zeit in diesem Part. Und wisst ihr, was ich vorhab? Ich werde ein Spinnenhaus besuchen. Ja. Und stop. Gut, mit dem Enterhaken im Gepäck kann ich jetzt das erste von zwei Spinnhäusern absuchen. Und das wird cool. Das wird so cool. So, ich muss mal gucken. Der Sumpf ist ja leider wieder vergiftet, ne? Aber ist ja nicht schlimm. So, okay. Tschüss! Das geht jetzt schneller durch den Sumpf. Da werde ich zwar ein bisschen was einstecken müssen, aber ist ja egal. Ich habe ja genug Energie. Und zwar als Gorone. Weil der Gorone ist so riesig, der steht hier im Wasser, wie man sehen kann. So, okay, los geht's. Autsch, hier will ich rauf. Geht natürlich nicht. Also zurück, warum nicht? So, alles klar. Puh. Sehr schön, und hier haben wir es, Leute. Also für die, die es nicht wissen, wir sind hier wieder ja, am Deko-Palast vorbei. Mal gucken, was steht hier? Achtung, vor dir liegt das schreckliche Spinnenhaus. Eklig. Haben wir einen Dekostab dabei? Nee, na dann mach ich das halt mit Feuerpfeilen. Alles klar, Leute. Zerbören wir die Scheiße. Fruits. Wunderbar. Also dann, Leute, ins Spinnenhaus, ey. Ich als Lux-Like-Ding trau mich in ein Spinnenhaus. Ist ja kaum zu fassen, nicht wahr? So, was brauche ich denn alles? Erstmal brauche ich Flaschen. Ihr werdet gleich sehen, warum. Aber erstmal auf ins Spinnenhaus. Die Belohnung ist sehr cool und kann sich sehen lassen. Spinnenhaus in den Sümpfen. Ein Hund und... Was ist das denn da? Oh mein Gott. Los, Hundi! Hundi, los! Greif an! Scheiße. Du kannst ja reden? Ah, hilf mir! Ich bin kein Monster! Der Fluch der Spinnen! Ich wurde verwandelt! Ich flehe dich an! Hier drin finde sie alle. Die Goldenen. Die verfluchten Spinnen, besiege sie. Vergiss nicht, die Skulptur oder Symbol, welches den Geist der besiegten Spinne enthält, mit dir zu nehmen. Von mit dem Bild? Nimm den Fluch von mir, ich werde mich erkenntlich zeigen. Beeil dich. Boah, ey, scheiße. Verfluchte Menschen. Ey, von Spinnen verflucht zu werden, ist abartig. So. Hier ist sehr gut, dass wir hier Käfer haben, weil die brauchen wir. In einem Skulpturhaus. So, am besten gleich drei. Na, krieg den letzten auch noch. So, komm schon. Ja, alle drei bekommen. Super. Okay.
Schön, das passt auch super mit unseren drei Flaschen. Dann gehen wir mal rein, Leute. Oh mein Gott. Ist hier echt ein Spinnenhaus. Ah, sieht hier so schön aus, ja? So, okay, die Käfer brauchen wir für so eine Löcher hier. Oh, überall krabbelt es krabbelt überall. So. Die Käfer vor dem Loch entlassen. Stup. Führt dazu, dass sie mal schnell einen Hausbesuch machen. Das ist quasi wie ein Haus. Und ey, wir ziehen jetzt hier ein. Wer bist du denn? Raus aus unserem Haus, Mann. Und den Achtbeiner rausgefeuert. So. So, da ich kein Schwert dabei habe, muss ich jetzt immer mit Enterhaken machen. Bam. Und zack. Hey, im Wasser. Im Wasser. Zack. Und zack. So, den Geist einer goldenen Skulptula gefangen. Nummer 2. Es gibt hier übrigens, in Ocarina of Time gab es ja 100 Skulpturas in der ganzen Welt. Hier in dem Haus gibt es 30 und auch in dem zweiten Spinnhaus gibt es auch 30. Stup. Ja, okay. Zweite Loch. Zweite Käferbande. Wie aus einem Käfer plötzlich drei Käfer werden. Sind die irgendwie asexuell oder wie vermehren die sich? Ich habe keinen Plan. Ich weiß es nicht. Zellteilung. So. Okay, und tschüss. Ey, voll die gepanzerten Spinnen. Wer macht denn sowas? So, okay, alles klar. Jetzt mal gucken. Solange man noch Krabbelgeräusche hört, ist eine Spinne im Raum. Und sogar hier unten ist eine. Ah, oh, du scheiß Vieh. Ey, nicht mit der Flasche einfallen, Link. Nicht mit der Flasche fangen. So ein Vieh will ich ganz bestimmt nicht zu Hause als Haustier haben. So. Natürlich krabbelt es hier immer noch wild umher. So, kriege ich die eigentlich hier oben? Ey, ist ja geil. Der Fanghaken ist super. Ach man, Link, was zum... Wenn du Durst hast, sag doch was. Hat er erstmal Quellwasser gefüllt. Ach, naja, ich verdrück mich hier mit den Tasten. So, okay. Na, okay. Zack, hui. Wunderbar. So, Link, was steht... Was ist ja ein Schild? Was zum... Bitte bedienen Sie sich an unserem frischen Quellwasser. Sumpfinfocenter. Das Sumpfinfocenter betreibt das hier. Alter, hier sind Spinnen. Die verfluchen Menschen. Und die sind alt scheiße. Ja, Hauptsache die Held stimmt, wa? So, egal. Gehen wir mal. Okay, hier sind zwar noch ganz viele Sounds zu hören, aber die erreichen wir alle aus dem zweiten Stockwerk. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Oh, hier krabbelt's überall. So, je lauter es wird, umso näher ist man an einer Spinne dran. So, okay, du krabbelst hier nicht mehr lange. So, tschüss. Und zack. So, der Stein ist zwar verdächtig, aber da ist keine Skulptula. Ja, an der Wand da. Bam. Zack. Und hier ist schnappt. Was ist halt so laut hier? Ist hier noch irgendwo eine drin in der Kiste? Oh ja, tatsächlich. Und tschüss. Und eingesammelt. So, jetzt kann ich... Oh, diese Sounds, ey. Jetzt kann ich, glaube ich, schon hier hochgehen. Zack, zack, zack. Ins zweite Stockwerk. So. Okay, was ist hier los? Erstmal. Okay, zwei sehe ich. Eine hier und eine in der Fackel. Und zack. Und zack. Boah, reicht sogar bis da hinten hin. Ui. So. Und her damit. So. Wartet, ganz kurz lauschen. Hier ist keine mehr. Hier knistert bloß die Fackel vor sich hin. Alter, was ist denn für ein Topf? Vor der Stahltopf, warum ging er nicht kaputt? Wollte schon sagen. So, cool. Hier sind keine Spinnen mehr drin in dem Raum und wir haben sogar schon ein Drittel des Fluches gebrochen. So, hier oben halt aber noch. Hier oben geht's dann auch richtig ab. Halt. Muss hier eine Spinne? Wow, okay. Und wie die aussehen von nah. Die sind voll gepanzert. Warum? Ist egal. So, Skulptula eingesammelt. So, wo ist jetzt hier noch eine? Ah, da, guck mal, da ist er. Und tschüss. Und zack, eingesammelt. So, 12 Stück schon. Und? Nein. Nein. Hier ist noch eine. Und ich weiß auch wo. Und zwar an dem dritten Loch da hinten. Okay, cool. Dann machen wir mal schnell einen auf Deku und fliegen da rüber. Ich habe Quellwasser noch. Egal. So, zack, okay. Und ich du. Ah ja. Jetzt müsste ich eigentlich in einem Satz hier rüber schaffen. Ich muss nicht einen Zwischenstopp machen. Nee. Sag ich dort, schaffe ich so. Zack. Okay.
Cool, Deko-Link. Dann entlass mal die kleinen Käferchen für die letzte Skulptula in der Haupthalle. Ist du? Ach, ist das alles geil, ey. Und wir haben noch locker 10 Minuten Zeit. Jetzt schaffe ich hier noch in dem Part. Ein Käfer ist gerade runtergefallen. Na, er ist da. Okay. Stoop, stoop, stoop. Und box sie raus, meine Freunde. Futsch. Führ dich uns durch. So. Ey, geht ja voll einfach. Da, 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 da. So, jetzt sind hier keine mehr. Also gehen wir mal in den rechten Raum. Ach du Scheiße. So, bevor ich hier ganz nach unten gehe, gucke ich mir mal schnell die Decke an. Guck mal, nämlich... Ah ja, Bienenkörbe. So. Nichts. Was war das für ein Sound? Egal. Und was kommt da? Nichts. Verdammt nochmal, immer dieses komische... So, und da war gerade eine Skulptur, ich habe sie gesehen. Aber in den Bienenkörben sind 2 Stück drin. Okay, 1... Die sind sowieso so viele, ey. Mann, ey, die nervt da hinten. Hör auf zu krabbeln, Mann. Pounds. Und wer macht hier diese Geräusche? Ein Deko. Ein Deko. So, zack und... Oh, scheiße. Okay, okay, bevor die hier hochkommen und ich runter muss, den letzten abballern. Zack. Alles klar. So, das war's, was ich wollte. Und weg hier. Ah. 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 Wespen! Ah. Ah. Was ist mit diesem Deko-Kerl los? Er schläft, der faule Sack. Nimm 3 Skulpturen auf dem Boden. Ah, schön. Boah, Mann, waren die laut. So, die eine Skulptur da, die war in den Vasen drin. Zack, zack, zack. Okay. So, dann als nächstes müssen wir den Typen hier irgendwie aufwecken. Ja, das ist das Stichwort. Vor allem was zum... Wenn man... Hey, nein, ich will da gar nicht. Oh, verdammt! Verdammt! Ich brauche hier mein Schwert. Scheiße, warte mal. Wir müssen mal kurz gucken, ob das irgendwie auch anders geht. Zuerst mal das Erwachenlied. Wartet. Ja, warte mal. Okay. Verdammt, ich brauche mein Schwert. Scheiße. Um dieses Gestrüpp dadurch zu strubbeln. Ja, bist du wach? Dann habt ihr keine Angst. Ich bin... Was zum... Das ist ein Zeichen, Leute. Er hat nochmal gerade einen Krug markiert, wo sich eine Skulptur da drin befindet. Und zwar genau um den herumgelaufen ist. Ne, doch nicht. Denn um den. Ne, okay, dann war das willkürlich, wie er gelaufen ist. Mann, Mann, Mann. Na. So, hey. Hier ist voll laut, hier muss eine sein. Link, räum mal gegen dieses große Gefäß hier, Mann. Hallo? Okay, 1. So, wie komme ich jetzt hier durch? Scheiße, hoffentlich geht das mit dem Sora oder so. Da muss ich jetzt echt gucken. Also mit dem Deko geht's nicht. Das ist schon mal Fakt, das ist schon mal schlecht. So, ich werde erstmal hier das hier nutzen, um Heureka. Hier nach oben. So, und hui. Ein Symbol. Hier sind noch 2 Spinnen. Ich hab's gerade gehört. Hier sind noch 2. Also hier ist noch irgendwo eine drin. Warum hat das denn nicht geklappt? Halt hier. Link. Jawohl. Alles klar. Wenn ich eigentlich immer sauer auf Link bin, bin ich nicht eigentlich auch böse auf mich selbst? Weil immerhin heißt ich Luxleik Link, nicht wahr? Und auch wenn ich zurzeit keinen Mittelscheitel trage, ist egal. So Leute, jetzt heißt es hoffen. Vielleicht geht's ja mit einer Bombe. Wenn nicht, probier es als Sora aus. Scheiße, ey, das ist nur, das ist mega gestrüppt. Das geht nur mit Messer auf. Oh Mann, ey. Bitte nicht. Bitte nicht, Mann. Scheiße, was zum Teufel? Komm, Boomerangs. Oh, oh. Leute, ich habe ein Problem. Ich muss ja mal... Scheiße. Ich komme da nicht rein, ich brauche mein Schwert. Das kann doch nicht wahr sein.
Los komm, Corona hier, du wummerst hier alles um. Du hast schon jetzt andere Sachen platt gemacht, du zertrümmerst Stein! Oh Mann, ey! Verdammt! Ich komme jetzt echt nicht durch, oder? Das ist ja unfassbar. Nee, ich komme da nicht durch. Scheiße! Geht das nur mit dem Schwert? Wollt ihr mich verarschen? Das kann doch nicht sein, dass er nur mit dem Schwert geht. Ich probiere jetzt ja alles mögliche aus. Verdammt, Mann! Ne, Pfeile bleiben hier in dem Gestrüpp stecken. Und Deko-Junge hat das natürlich gleich verkackt. Scheiße. Tja, Leute, okay, dann müssen wir uns das merken. Bis ich mein Schwert wieder hab. Geht ja nicht anders. Okay, dann gucken wir uns mal den letzten Raum an. Oder nee, den vorletzten Raum. Eieiei, hier sieht's ja auch cool aus. Da ist gleich mal eine Spidey. So, Enterhaken. Der ist immer am wichtigsten. So, okay. Zaun! Und zack. So, dann haben wir da oben eine. Founds! Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal mehr als zwei Drittel. So, war da auch noch eine drinne? Ups. War da auch noch eine drin in den Dingern hier? Oh, tatsächlich. Noch vorübersprungen. Mann! So. Und jetzt hier hoch. Weil hier war noch... Hier krabbelt's. Sehr laut krabbelt's hier. Jiii, voll so ein Spinnending. Warte, was ist hier auch noch eine drin? Mann, Link, wechsel doch nicht immer zum Bogen. Bist du bescheuert? Enterhaken, ich wechsle zum Bogen, weil mir danach ist. Nee, ich glaube, mehr sind hier oben nicht drin. Hier war bloß eine. Mann, schon wieder! Alter, Alter! Mann, hey! Ich muss ja den Knopf loslassen, der wechselt da irgendwie immer rum. So. Zack, okay, nichts. Dann ziehe ich mich ja an die Kiste ran. Hopp, zack, und bin ganz oben. Cool. So, jetzt haben wir hier irgendwo. Da hinten. Okay, hopp. Katsching! Und Abkürzung. So, das ist jetzt echt doof, ey, mit dem Schwert. Scheiße. Wer soll denn darauf kommen? Ach ja, hier ist auch ein Loch, aber da brauchen wir keine Käfer mehr reinmachen. Tschüss. Zack. So, waren das alle in dem Raum? Mal hörchen. Mal lauschen. Ich glaube, das waren alle. Okay, gut. Dann muss ich mit einem beherzten Sprung hier raufjumpen. Eigentlich muss ich hier eine Erbsenbohne pflanzen, damit ich da zur Mitte komme, aber mit einem beherzten, weitlaufigen Sprung klappt's auch so. Okay, gut. So, letzter Raum, wo wir 6 Skulpturas finden müssen. So, und die hier alle im Gras versteckt sind, mache ich das als Sticker Gorone. So, vor allem, weil die auch im Baum hocken. Die hocken tatsächlich im Baum, Mann. So, eine ist hier. Ich weiß, dass sie hier ist. Hier irgendwo. Ich zermatsch sie. Ups. Ich will sie zermatschen. Warte mal, inne krabbelt doch hier. Da ist er. Was? Boom. Ach, Mann. Ach, Mensch, Leute, ey, ich bin jetzt voll aus dem Konzept mit diesem... in dieser Schwertsache da. Oh, Schlitz. So, wo sind jetzt hier noch welche? Oh, mal gucken. Erstmal, okay, ballern wir erstmal gegen den Baum. Bam! Alter, 3 auf einmal in diesem scheiß Baum drin. Ist das zu fassen? Zack! Alter, voll verdeckt vom Baum. So. Und... So, jetzt müssten hier noch 2 Stück drin sein. Beobachten wir einfach mal das Gras. Das Gras beobachten, Leute. Der Sound ist nämlich ein Sound, der verdeutlicht, dass sie sich bewegt. Aber wo ist sie? Wo ist diese... Ich sehe sie nicht. Seht ihr sie etwa? Aua! Ich habe sie gespürt. So. Blödes Vieh. Eine müsste noch hier gewesen sein. Ach nee, halt! Quatsch! Eine ist noch... Wo man hört gar nichts mehr krabbeln, ne? Aber eine ist noch... Doch. Man hört noch was krabbeln. Eine ist nämlich noch da drin. Es fällt euch auf, dass wir nur so eine Animation bekommen, wenn wir die Dinger mit Pfeil und Bogen abschießen? Voll dumm, oder?
So, zack. Nothing. Mann. Ach, ich sehe schon, der Part ist zu Ende. Okay, Leute, also, denn die letzte Skulptur, die muss jetzt leider warten. Ist das scheiße? Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Auch gar nicht so. Und zack. Wow. Wow. Oh, Link gegen die Wespe. Greift die mal an? Die macht ja gar nichts. Es stimmt, was man über Wespen sagt. Wenn man sie nicht angreift, greifen sie ihn auch nicht an. Okay, ist mir ein bisschen zu blöd. Wenn die eh nichts macht, soll sie mich doch umkreisen. Die macht ja Ellie nichts. Aber sie findet mich nicht. So, da ist die letzte Skulti. Okay, dann mach ich jetzt beide zusammen platt. Komm schon, Dicker. Komm, mein Dicker! Oh, nur einer erwischt. Bam! So. Okay. Nummer 29. Ach, ist das dämlich, ey. Leute, was soll ich sagen? Ich bin dumm, so dumm. Haben wir es schon wieder? Ich erinnere mich, dass ich in meinem ersten Let's Play, Majora's Mask, vor 3 Jahren, hatte ich in diesem Palast hier eine Stelle, wo ich gesagt habe, Leute, ihr müsst mich jetzt einfach auslachen. Ich erlaube euch, mich auszulachen. Kaum zu glauben, dass die Stelle sich wiederholt. Mann, ey. Leute, ihr könnt mich auslachen. Ich muss, ja. Ich glaube, wir behalten alle Spinnen, wenn wir wieder rausgehen. Aber die letzte muss dann halt echt warten. Naja. Oder mir fällt noch irgendwas ein. Auf jeden Fall wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Bestaunt meine Man-Boobs. Und bis zum nächsten Part, Freunde. Ciao.